Hallo Freunde und schön, dass ihr eingeschaltet habt hier wieder bei Modellbahnunion. Wir möchten euch heute wieder eine neue Lok präsentieren. Es ist eine Neuheit von diesem Jahr von der Firma Rocco. Es ist eine Baureihe 218. Die erste, die mit ozeanblauem Dach ausgeliefert wurde, sowohl im Modellbaubereich als auch im Original. Das Modell wollen wir uns gleich genauer anschauen. Zuvor aber natürlich wieder ein paar Informationen zum Vorbild, wobei wir da von einer gesamten Lokfamilie sprechen, dazu aber gleich mehr. Dann, wie gesagt, schauen wir uns das kleine Modell hier genauer an. Dann gehen wir raus in die freie Wildbahn, schauen uns die Fahreigenschaften wie auch die ganzen Soundeigenschaften dieser Soundlok an und zum Schluss, wie immer, ihr kennt es, mein Schlusswort. Also, lasst uns keine Zeit verlieren und legen los. Ja, wie eben schon gesagt, wir sprechen hier nicht nur von einer einzelnen Baureihe, in unserem Fall hier eine Baureihe 218, sondern von einer gesamten Lokfamilie, nämlich die V160-Familie. Die 218, die wir jetzt hier haben, stellt im Prinzip das Ergebnis dieser Familie dar. Technisch wie auch optisch ist sie das Endergebnis. Fangen wir aber ganz vorne an. 1956 ging bei Krupp der Auftrag ein, von der Deutschen Bundesbahn eine Lokfamilie zu konstruieren, die im Prinzip den höheren Anforderungen der damaligen Zeit entsprach. Man hat im Vorfeld Versuche gemacht mit zum Beispiel der V100-Familie, die ja im Prinzip der Star auf der Nebenbahn wurde, die allerdings dann für die zukünftigen Verkehre untermotorisiert war. Und dann hat man mit der V200 hat man dann auch eine Lok gehabt für zwar die längeren und schwereren Züge, aber das Problem bei dieser Lokreihe war, dass sie zwei Motoren hatte. Und das führte überwiegend zu Ausfällen oder auch zu Störungen, weil ein Motor teilweise immer Probleme gemacht hat. Also wollte man eine Lok haben mit einem Motor, die universell einsatzbar war. Und so entstand natürlich auch der Beiname dieser Lok, nämlich eine Universal-Diesel-Lokomotive. Also begann man bei Krupp mit der Konstruktion dieser Lok. Es war damals die V160-001, die dann letztendlich da auch konzipiert wurde. Es gab dann 9 Vorserienlokomotiven, die allerdings noch anders aussahen als unsere Lok hier. Denn wenn wir uns diese Lok hier anschauen, die hatte hier vorne relativ scharfe, eckige Kanten und zur damaligen Zeit wollte man etwas Geschwungeneres haben. Auch in Anlehnung auf einen damaligen Star auf den Bühnen, nämlich Gina Lollobrigida. Das war damals eine Sängerin. Sie hatte einen sehr komponenten Vorbau und so hat man der Lok im Prinzip mit diesem wulstigen Vorbau auch den Spitznamen Lollo gegeben. Das waren die ersten 9 Maschinen, die so aussahen und dann hat man sich entschieden, weil die Konstruktion zur damaligen Zeit, was den Stahl anging, relativ aufwendig war und auch dieses Bauchige sehr aufwendig und sehr kostenintensiv war, hat man sich einfach dazu entschlossen, einfach eine etwas kantigere Front zu nehmen. So hat man dann im Prinzip nur einen Prozess, nämlich einmal nur eine Biegung und das war's und dann war man fertig. Also es war letztendlich kostengünstiger. Und so begann der Siegeszug der V160er Loks. Diese wurden später dann auch umgezeichnet von V160 in 216 und trugen dann fortan die fortlaufende Nummer. Bei den Loks handelt es sich um, wie eben schon gesagt, Universalloks. Das heißt, sie können auf Nebenbahn wie auch auf Hauptbahn eingesetzt werden, vor Reisezügen als auch vor Güterzügen. Mit dem einmotorigen Antrieb hatte man also eine Lok konstruiert und auf die Schiene gestellt, die einfach und effektiv gearbeitet hat und universal einsatzbar war. Also genau das, was man sich gewünscht hat. Denn die Leistungsklasse von über 1900 PS war angesagt und somit hat man am Anfang diese Lok auch nur mit 1900 PS ausgestattet, aber es sollte natürlich mehr werden. Die 1900 PS haben auch nur ausgereicht für 120 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Lok war 76,7 Tonnen schwer und war 16 Meter lang. Mehr wurde es dann bei der V162, die dann auch den Titel Baureihe 217 bekommen hat. Hier hat man sich wieder dazu entschieden, aufgrund der höher gestiegenen Ansprüche an Reisezüge, dass man das trennt zwischen Fahrdiesel und Zusatzdiesel, was
zum Beispiel das Beheizen der Waggons betrifft. Da hat man sich dann bei der Baureihe 217 dazu entschieden, einmal einen Fahrdiesel mit 1940 PS zu installieren und einen Zusatzdiesel mit 500 PS. Und die Baureihe 217 war dann damals die erste Lok, die dann auch vier Abgashutzen auf dem Dach hatten, nämlich zwei große Abgashutzen für den Fahrdiesel und zwei kleinere für den Hilfsdiesel. Zu den Abgashutzen kommen wir gleich. Schneller wurde es. Die Baureihe 217 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h erreicht. Und sie war auch schon die Baureihe, die etwas länger konstruiert wurde. Denn man hat festgestellt, diese 16 Meter sind etwas zu wenig, gerade auch in Bezug auf den Hilfsdiesel. Also hat man dazu entschieden, einen Lokkasten zu konstruieren, der 40 cm länger war. Also kann man jetzt auf eine Länge über Puffer von 16,4 Metern. Die Dienstmasse hat sich natürlich dann dementsprechend auch erhöht, nämlich auf 81 Tonnen. Aus der Baureihe 217 hat man damals zu Versuchszwecken sich eine Lok herausgenommen, nämlich die Baureihe 217-002 und hat sie umgezeichnet in die Lokreihe 753-001. Mit dieser wurden dann Versuche angestrebt und auch teilweise auch durchgeführt. Später allerdings wurde sie wieder zurück in den Bestand der Reisezugbewegungen zurückgegeben sozusagen und dann natürlich auch wieder auf 217 umnummeriert. Nach der V162 folgte dann logischerweise die V163, die Baureihe 215. Hier hat man erstmals beschlossen, stärkere Dieselaggregate zu verbauen und hat somit eine Leistungsklasse von 1900 PS bis 2500 PS. Denn man hat anfangs mit kleineren Motoren gearbeitet und später dann sich dazu entschlossen, größere und stärkere Motoren zu verbauen. Demzufolge hat man auch wieder den längeren Lokkasten behalten von 16,4 Metern. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h und eine Dienstmasse von 79 Tonnen. Anschließend folgte dann das Prestigeobjekt der Familie, nämlich die Baureihe 218, die V164. Die V164 war letztendlich das Ergebnis jahrelanger Forschung, Erprobung und immer wieder neueren Versuchen. Und die 218, die wir jetzt auch hier stehen haben, ist letztendlich das finale Bild dieser Lokreihe. Erstmals wurden hier auch solche Komponenten verbaut wie Abgashutzen oder auch die hydrodynamische Bremse. Thema Abgashutzen, da habe ich ja eben schon gesagt, bei der 217 war es die erste Lok, die vier Abgashutzen hatte, ja, aber auch erst später. Man hat nämlich damals, Thema Abgas, immer das Problem gehabt, dass zum Beispiel im Personenbetrieb die Waggons, die hinter der Lok liefen, relativ rußig wurden und wenn Leute aus den Fenstern geguckt haben, diese sich erstmal über den Ruß beschwert haben und natürlich auch über den Gestank. Zugleich hat man dann auch Probleme gehabt, wenn die Lok unter Fahrdraht fuhr, dass der Fahrdraht relativ schnell verrußte aufgrund der hohen Abgase und der hohen Temperaturen von bis zu 280 Grad. Also hat man gesagt, da muss was passieren. Und diese Abgashutzen, die in V-Form auf das Dach gesetzt wurden, hatten dann mehrere Hintergründe. Zum einen hat man die Abgase von dem Fahrdraht weggeleitet, einmal links und rechts hinweg. Dann hat man durch die Verwirbelung den Effekt gehabt, dass die Waggons auf dem Dach und auch die Lok selber auf dem Dach nicht mehr so verrußten. Und die Abgase wurden sozusagen bis überhaupt nicht mehr oder kaum nur noch zu den Fahrgästen hingetrieben. Das heißt, die Beschwerden über diesen Ruß und auch der Gestank über den Dieselgeruch verflogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hat man natürlich bei den unterschiedlichen Motorisierungen bei dieser Baureihe auch unterschiedliche Anordnungen der Hutzen gehabt. Entweder waren sie nebeneinander oder versetzt. Da gab es Motorisierungen, zum Beispiel den TB10 und den TB11. Von MAN, der wurde so ausgeführt, dass die Hutzen nebeneinander waren und zum Beispiel der Peelstack-Motor, da waren die Hutzen dann versetzt. Genauso wie beim MTU-4000-Motor. Das sind alles unterschiedliche Motorisierungen. Letztendlich hatte die Lok eine Leistungsklasse von 2500 bis 2800 PS. Sie hat auch wieder den längeren Lokkasten von 16,4 Meter, eine Dienstmasse von 80 Tonnen und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h.
H. Zur hydrodynamischen Bremse, das ist eine reine Lokbremse, das heißt eine direkte Bremse, die direkt nur auf die Lok wirkt. Das war damals halt auch eine große Neuerung, die auch die 218 als erste und einzige Lok dieser Baureihenfamilie hatte. Ebenso der Entwicklung geschuldet, wurde sie umgebaut für einmal Wendezüge. Das heißt, wenn man sozusagen mit einem Steuerwagen im Personenbetrieb fährt, dass man die Lok vom Steuerwagen aus fernsteuern kann. Und man hat sie umgebaut für Doppeltraktion. Das heißt, zwei Loks, die hintereinander am Anfang des Zuges sind und die vorne vom einen Führerstand aus gesteuert werden können. Das war im Prinzip ein Meilenstein, aber die Entwicklung ging weiter, nämlich mit der V169. Diese Entwicklung fing allerdings auch schon vor der 218 an, nämlich mit der Baureihe 219, als man sich gesagt hat, es muss mehr Leistung her. Also hat man versucht, mit Gasturbinen zu experimentieren. Man nahm von einem Bundeswehrhubschrauber eine Gasturbine und baute sie sozusagen als Zusatzaggregat in die Lok ein. Insofern entstand die Baureihe 219 mit der Lok 219001. Und das Interessante dabei war, dass sie nur eine Leistungsstärke von 130 km/h hatte, mit einer Dienstmasse von zwar nur 76,7 Tonnen und einer Länge, auch wieder der längere Lokrahmen, von 16,4 Metern, aber mehr auch nicht. Die Zusammensetzung stellte sich so, dass sie 2150 PS vom Hauptdieselmotor bekam und 900 PS von der Gasturbine. Das gibt also ein Ergebnis von 3050 PS. Sehr viel, dafür nur 130 km/h schnell, aber ihr Vorteil lag an der Anfahrzugkraft. Sie war unheimlich spurtstark und hat die Züge relativ schnell auf die Höchstgeschwindigkeit gebracht. Und das war zur damaligen Zeit wirklich eine Neuerung. Aber man kann es sich denken, es wurde nicht der Erfolg, den man sich erhofft hatte, also ließ man dieses Projekt wieder fallen, griff es aber später nochmal auf, und zwar mit der Baureihe 210. Bei der Baureihe 210 handelt es sich ebenfalls wieder um Gasturbinenloks, die mit einer stärkeren Gasturbine ausgestattet wurden, nämlich mit einer Gasturbine von 1150 PS und zusammen mit dem dann dortigen stärker verbauten Motor von 2500 PS hatte man dann eine leistungsstarke Lok mit 3650 PS. Das markanteste Merkmal bei dieser Lok war ein kaminartiger Schornstein auf dem Dach, worüber die Abgase dann nach oben geleitet wurden. Das war, wie gesagt, das markanteste an der Lok und natürlich an dem extrem hellen, pfeifenden Sound dieser Lok, wenn sie Gas gegeben hat. Übrigens ist das weltweit eine der Lokomotiven, die bei den Trainspottern sehr angesagt war und auch immer noch ist, eben aufgrund dieses richtig kernigen, schrillen Tons des Abgas-Turboladers, wie jetzt hier bei unserer 218. Was passierte mit der 210? Leider Schlimmes, denn es gab zwei Unfälle, wo ein Blatt der Turbine sich verflüchtigt hat und einmal durchgeschossen ist. Das hat dazu geführt, dass man bei der Bundesbahn sich damals dazu entschieden hat, diese Konstruktion auszubauen. Also wurden alle 8 Maschinen der Baureihe 218 zurückgebaut zu einer 218 letztendlich. Es wurde dann sozusagen eingereiht als die Baureihe 218.9 mit der Nummerierung 218-901 bis 908. Sie wurden auf 140 km/h gedrosselt und entsprachen fortan eigentlich der normalen Reihen 218. Von der 218 selber wurden 398 Stück gebaut. Eine durch einen Unfall von einer anderen Lok umgebaute 218 bekam dann lustigerweise die Nummer 399. Das war aber nie eine komplett neu konstruierte Lok, sondern aus zwei Unfallloks zusammengebaute Lok. Kommen wir zum Schluss und zu einer richtigen Wumme, was Leistung angeht. Denn es gab noch die V320. Im Prinzip zwei 218er in einem Lokrahmen. Es war eine Lok, die äußerlich der 218 bzw. der V160-Familie sehr, sehr stark ähnelte. Allerdings hatte sie 6 Achsen statt 4. Sie hatte 2 Motoren mit je 1600 PS, also einer Gesamtleistung von 3200 PS.
daher auch der Name V320. Und diese Lok sollte sozusagen den wirklich schweren Güterzugdienst voranbringen und auch natürlich im Personenzugdienst die sehr langen und sehr schweren Züge so schnell wie möglich auf Höchstgeschwindigkeit bringen. Allerdings war die Deutsche Bundesbahn damals nicht so sehr davon begeistert. Sie wurde zwar getestet, aber schlussendlich entschied man sich dagegen und somit ist diese wirklich sehr, sehr starke Diesellokomotive jetzt nur noch bei zum Beispiel Wiebe Gleisbau im Einsatz oder auch bei Privatfirmen. Die Lok selber hat auch, was die Nummerierung angeht, eine lustige Geschichte. Sie wurde damals konstruiert als V320, ist dann umnummeriert worden in 232, eben 2 für diese Lokfamilie und 32 für 3200 PS, 232. Das allerdings nur bis 94, denn da gilt dann die neue Richtlinie, was die Bezeichnungen der Loks angeht, und die 232 wurde dann sozusagen die Ludmilla und man hat sich dann bei der Lok dazu entschieden, sie wieder auf 320 zurückzudatieren. Das Ganze geschah damals ab 1968, wie gesagt nur bis 1994. Und das grob erklärt die Lokfamilie V160. Die 218, die wir jetzt hier haben, hat natürlich auch eine sehr bewegende Geschichte. Es war nämlich damals 1974, als sie das Licht der Welt erblickte, eine von zwei Versuchslokomotiven, an denen man neue Farben ausprobiert hat. Es war die 218-217, die dann in TEE-Farben, also in Rot-Beige, lackiert wurde und die 218-218 in Ozeanblau-Beige. Hier hatte man damals das Konzept vorgesehen, dass auch das Dach ozeanblau war, mit dem Streifen, den man jetzt hier unten hatte und den Raum dazwischen einmal beige und hier im Prinzip das Maschinenfensterband in grau gehalten. Es waren damals viele Loks, die dann letztendlich das Farbschema von Ozeanblau-Beige bekommen haben. Das TEE-Muster hat sich leider nicht durchgesetzt und so hat man dann entschieden, etliche Loks in dieser Farbgebung zu lackieren. Aber man musste dann im Betrieb schnell feststellen, dass aufgrund der Abgase das Dach sehr schnell sehr dreckig wurde. Also es wurde grau-schwarz und man hat von der Farbe überhaupt nichts mehr gesehen. Also hat man sich dann entschieden, die zukünftigen Loks ab 1976 mit einem schwarzen bzw. grauen Dach zu lackieren, was wesentlich einfacher und günstiger war. Die Abgashutzen kamen erst später dazu, weil man sieht natürlich hier auf der Lok auch keine Abgashutzen. Das kam erst in der späteren Produktion bzw. in der späteren Erprobung, als man dann da das Problem sah mit der Oberleitung und den Fahrgästen, die hinter der Lok aus den Fenstern geschaut haben. Also wie gesagt, hat man hier auch die Möglichkeit, sich von Rocco Hutzen nachzukaufen. Ich habe sie hier mal probeweise liegen und dann hier zu montieren. Leider muss man aber sagen, ist das Gehäuse nicht dafür vorgesehen, dass man da Hutzen installiert. Das heißt, wenn man wirklich diese Lok mit Hutzen ausstatten möchte, müsste man sich minimal das Dach aufbohren und müsste dann die Hutzen dann wahrscheinlich auch mit einem Tropfenkleber dann da reinsetzen. Ist, denke ich mal, eine individuelle Sache, muss jeder selbst entscheiden. Die Lok, die wir jetzt hier haben, ist bei der Bundesbahndirektion Nürnberg stationiert worden und eingesetzt wurde sie im Bahnbetriebswerk Regensburg. Die Lok selber hat diese Lackierung behalten und zwar bis 1987, da wurde sie im Rahmen einer Hauptuntersuchung dann auch umlackiert in die aktuellen Farben, die damals Orientrot war. Wir könnten jetzt noch stundenlang über meine Lieblingsbaureihe reden, aber wir müssen auch irgendwann zum Punkt kommen und das ist jetzt, würde ich sagen, wir schauen uns jetzt das Modell in 1:87 an. Also was haben wir hier in 1:87 stehen? Eine wunderschöne Lok der Baureihe 218. Wir haben hier eine Soundlok in Gleichstrom mit der Artikelnummer 73727. Wenn man die Lok ohne Sound haben möchte, ist das kein Problem. Das wäre dann die Artikelnummer 73726 oder für unsere Wechselstromfreunde natürlich auch Digital Sound, die Artikelnummer 79727. Was haben wir hier? Wir haben hier einen fünfpoligen Motor mit Schwungmasse. Wir haben vier Achsen, davon ist
eine mit Haftreifen versehen. Wir haben deinen Kupplungsschacht 362 NEM mit Kurzkupplungskinematik. Wir haben mindestbefahrbaren Radius von 358 mm. Das entspricht bei Rocco den R2-Radien, also sprich den kleinsten, den Rocco anbietet. Wir haben hier eine digitale Schnittstelle mit Plux 16, einen Sounddecoder verbaut, wir haben einen Energiespeicher verbaut, der, wie der Name schon sagt, Energie speichert und dann Energie dann an den Motor abgibt, wenn die Lok zum Beispiel über dreckige Gleise fährt oder zum Beispiel über nicht polarisierte Weichen. Wir haben hier Länge über Puffer von 189 mm. Wir haben LED-Spitzen- und Schlussbeleuchtungen auf beiden Seiten, natürlich mit der Fahrtrichtung wechselnd. Das sind die groben Daten. Schauen wir uns das Modell genauer an. Wir haben erst einmal hier auch wieder, wie bei Rocco üblich, bei allen Loks der Baureihe 218 oder der V160-Familie, die Möglichkeit, ich drehe sie mal so, hier unten den Schneepflug einzusetzen. Er liegt nämlich in dem wirklich sehr großen Zusatzbeutel, liegen offene wie auch geschlossene Schneepflüge mit bei. Da hat man einmal die Möglichkeit, da wo zum Beispiel hier auch der Lokführer sitzt, eine sehr schöne Sache, wie ich finde, da kuppelt man logischerweise nicht. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, die Lok vitrinenmäßig zuzurüsten. Das heißt, man setzt unten den geschlossenen Schneepflug an, man setzt die langen Bremsschläuche an, den langen Zughaken und kann die Lok wirklich so herrichten, dass sie wie im Original rumfährt, dann auch mit dem geschlossenen Schneepflug. Auf der anderen Seite dann haben wir dann die gekürzten Bremsschläuche, die gekürzte Kupplung bzw. Zughaken und hier die Kupplung, Kurzkupplung, Rocco-Kurzkupplung und wenn man da unten schaut, den geöffneten Schneepflug. Finde ich auch eine sehr schöne Sache, dass man, obwohl man die Kupplung verbaut hat, auch einen Schneepflug verbauen kann, der dann geöffnet ist und dann sozusagen so offen ist, dass die Kupplung freies Spiel hatte. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Schauen wir uns die Lok von der Seite an. Wirklich eine sehr schöne Bedruckung, trennscharf. Man kann alles sehr gut lesen. Auch die Bezeichnung unten am Lokkasten kann man sehr gut sehen. Und natürlich hier natürlich das Highlight, das ozeanblaue Dach. Damit sticht die Lok wirklich sehr ins Auge, insbesondere wenn man natürlich es gewohnt ist, ein graues bzw. schwarzes Dach zu sehen, ist das hier wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Angesetzte Scheibenwischer, separat angesetzte Halterung hier an den Türen, also sprich die Griffstangen haben wir und alles in allem wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Was ist dabei? Wie gerade eben schon gesagt, ein sehr dicker Zurüstbeutel, die Hutzen, die ich jetzt hier liegen habe, sind nicht damit bei. Die habe ich jetzt erstmal nur beispielhaft dazu gelegt, denn man hat die Möglichkeit, hier die Hutzen sozusagen aufzusetzen, beziehungsweise nicht hier, sondern da, und kann dann sozusagen eine 218-218 mit Hutzen darstellen. Aber sie sind nicht dabei und es ist so auch damals nicht der Auslieferungszustand gewesen. Also wie gesagt, das nur als optionale Option, was man damit machen kann. Die gibt es natürlich auch separat bei Rocco als Ersatzteil zu bekommen. Dann haben wir einmal hier die Bedienungsanleitung. Dann haben wir noch eine Anleitung für den Sounddecoder. Wir haben das übliche Ersatzteilblatt. Und dann haben wir auch nochmal ein Blatt für den Sounddecoder, wo wir dann aufgeführt alle Soundeigenschaften dieser Lok haben von F0 bis F24. Also, das war die Theorie. Jetzt schauen wir uns die Praxis an. Es geht ab in die freie Wildbahn und dann hören wir uns an, wie die Lok sich so anhört.
Schnellabfahrt. Leider sind wir schon am Ende angekommen. Meine Lieblingslok, ja, ich glaube, das hat man ein wenig gemerkt. Man kann sehr, sehr viel über diese Lok erzählen. Und was ich noch erzählen möchte, ist, dass damals die gesamte V160-Familie insgesamt weit über 800 Exemplare hatte. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es war die Erfolgslok der Deutschen Bundesbahn und sozusagen auch auf den nicht elektrifizierten Strecken, ja, der Retter der Eisenbahn. So viel also zur 218. So viel erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat's wieder mal gefallen. Sollten Fragen eurerseits auf sein, gerne unten in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail schreiben. Solltet ihr die Lok haben wollen, kein Problem. Es gibt sie natürlich bei uns im Online-Shop. Macht es also gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.